5 Millionen Gegner, die mich direkt umbringen. Ich keine Schalter umlegen kann mit meiner Axt. Ist einfach zu groß. Oder mit meiner Lefe? Ist das richtige Wort? Hellebarde. Hellebarde. Da war ein komischer Fischkopf, da sind nur drei Feinde. Aua, ich wurde einmal von einem Zauber getroffen. Aua. Ist geil wieder. Man kann den Schalter nicht mit Äxten umlegen, wie soll man das sonst machen? Das ergibt keine Logik. Was macht der Milky White Potion? Ah, Milky White Kotze. Immer noch. Das ist das dritte Mal, dass du das Zeug trinkst. Schmeckt halt so gut. Schmeckt so gut, es muss gleich wieder raus, damit ich es nochmal trinken kann. Alter, ich hab so Angst vor dem Viech. Er tötet meine Bienen. Und alles, was stärker ist als meine Bienen, ist... Okay, ich habe ihn besiegt. Trotzdem steht es bei meinem Leben nicht mehr so gut. Keine Apple mehr? Nee, nicht wirklich. Was ist denn das hier? Dragon Helm of Protection, 22 Protection. Ja, das klingt schon mal besser. Jetzt muss ich nur noch Feuer spucken können. Würde mich nicht wundern, sagen wir es so. Da sind 50 Medusas. Gut, das ist schön, da gehe ich schon mal nicht mehr lang. Es ist nett von dem Spiel, dass es mir sagt, wo ich nicht lang gehen möchte. Das ist ein Ritterhelm. Mit 4 Verteidigung. Hm. Ich glaube, ich werde diesen... Lava! Okay. Huch, was bist du denn? Eine kleine Holzpuppe. Hm. Gegner, die ich nicht kenne. Roboter! Roboter! Das sind Roboter! Okay. Roboter. Habe ich schon erwähnt, dass hier Roboter sind? Dark Violet Potion. Yay, ich leuchte. Okay, jetzt sehe ich den Roboter. Lime Green Potion. Oh, schön, Heiltrank. Das ist gut. Was macht eigentlich die Katze? Miau. Okay. Die ist existent. Was soll eine Katze sonst machen? So, den hässlichen Bienenstockhelm. Lava. Komischen Cthulhu-Helm. Lava. Apfel. Nom. So, da nehme ich meine rote Leife wieder. Ah, ich hasse diese roten Magier. Besonders wenn sie schon zum Eingang hingucken, wenn ich auf die Ebene komme. Huch, ich glaube, ich habe ein bisschen zu schnell die Ebene verlassen. Ja, kämpf nur gegen jemand anderen. Kein Ding. Jetzt fangen die an, sich selbst unten zu bremsen. Ja, ja, nee, das ist ja meiner. Der hilft da. Aber der macht leider so wenig Schaden, dass der, dass ich 500 Stück davon beschwören müsste, dass ja. Ich mir was... Ja, dann mach das doch. Ja, mach ich ja förmlich. Also ich hatte nichts anderes vor. Da, jetzt habe ich schon 2 Stück, die drauf einprügeln. Ach, der eine steht da leider sehr ungünstig. Ja, jetzt wird er aber... Komm, schlagen meine 2 Wächter drauf und töten den fetten Schweinemann. Wunderbar. Jetzt schieße ich dazu nochmal Zauber. 1 Million. 1 Million Zauber. Das Schlechte ist, wenn beide Zauber rot sind, weiß ich nicht, welche meine sind und welche die vom Feind sind. Holy fuck, ich will die Wand wieder zumachen. Wie gesagt, auch du hast einen sehr guten Run gerade. Ja, es kommt nicht immer bis zu der Ebene. Ich muss jetzt. Okay. Es ist komplett dunkel. Alter, da waren gerade 50 Warsgeister. Ich sehe das ja leider nicht. Noch nicht.
Okay, jetzt sehe ich's. Ich will da nicht mehr so runter. Das musst du dir mal vorstellen, die ganze Ebene wird dunkel und dann kommen noch diese abgefuckten Geister. Ja, weil ich eine Katze erwischt habe, glaube ich. Okay. Ich sehe sie nur überall. Hilfe. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss da irgendwie so ganz vorsichtig. Ich ganz vorsichtig, das ist gut. Es ist aber auch ein mieser Raum, dass es auch gerade der erste Raum ist, wo du keine Ausweichmöglichkeit hast. Irgendwie sehe ich meinen Zauber manchmal nicht in der Hand. Muss ich mal erst kurz nach oben gehen. Ja, immer ein Zauber tötet die aber. Das ist nur eine Angelegenheit von Zeit. Also ich glaube, ich hoffe zumindest, dass sie sterben. Schaden kriegen sie. Das ist einfach meine Kampftechnik, immer nach oben und unten laufen. Immer einmal einen Zauber rein spammen. Und hoffen, dass es einfach weitergeht. Okay. Wenn ich jedes Mal 70 Schaden mache, bis zum morgen Mittag durch. Ja. Habe ich es morgen Mittag durchgespielt. Ja gut, ich habe ja Gott sei Dank meinen Helm noch, der 22 Verteidigung gibt, ne? Ja, damit hält's eine halbe Sekunde länger aus gegen den Wrath. Dann stellen sich nur am Eingang. Sind ja nur 5 Stück, die da irgendwo sind. Du könntest kurzzeitig deine Laterne in den Raum schmeißen. Ja, aber lohnt es sich? Na, du siehst am besser. Holy fuck. Sehe ich? Also ich weiß nicht, ob ich wirklich besser sehe. Hey, was macht denn dieser White Potion? Ach so. Okay, du hast sie jetzt auch ziemlich doof dahin geworfen, direkt neben die Treppe. Ja, tut mir leid. Ja. Hab ich's ja selber schuld. Kann ich hier die Dinger auch im oberen Bereich beschwören? Nein. Kann sie wirklich erst zaubern, wenn ich in dem Raum drin bin. Sterben die dadurch oder sterben die nicht dadurch? Ich sehe es halt nicht. Ne? Jetzt steht der da ein bisschen nah dran. Arsch. Mhm. Ich fühle mich ja so sicher. Warum müssen da so viele sein? Was hätte ich wenigstens kurz Platz, dann könnte ich ja meine Schrotflinte nehmen und dann würde ich einfach... Oh, meine Lampe ist despawned. Dank tollen Plänen von Endzeitkind. Warum despawnt deine Lampe? Keine Ahnung, mag ich nicht. Ich glaube, ich erwische immer Katzen und dann kommen wir auch noch... Du hast sie ja also eh nie benutzt. Bla bla bla. Die ist wahrscheinlich gar nicht despawned, die wurde wahrscheinlich in die Treppe getreten. Okay. Ich könnte ja meine Schrott benutzen, aber da brauche ich mehr als eine halbe Sekunde. Und ich müsste halt was sehen noch dazu. Ja, das wäre vorteilhaft, immer. So, warte, schau. 400 Schaden. Und ich habe keinen Schaden bekommen. Alter, sind da viele. Wie soll ich da lang gehen? Ich muss da lang, aber ich komme da nicht lang. Du Kacke, ey. Okay, jetzt habe ich eine Schrotflinte schon mal zum Wegwerfen. Ich kann eine Katze auf meinen Kopf setzen. Vielleicht bin ich dann gegen Geister immun. Ah, ich kann mir noch die Begleiter beschwören. Aber der Zauber gibt kein Licht ab. Okay, das ist schon mal ein bisschen problematisch. Weil Licht brauche ich ja. Um zu sehen, dass der 5 Millionen... Du siehst gar nichts, alles schwarz. Ja, das ist eine schöne Aussicht. Geh mal weg hier. Weißt du, wie schön sie auch hier genau vor dem Eingang hin und her wackeln. Das sind zu viele, ich komme hier nicht mehr durch. Ich gucke mich mal in der Ebene drüber um.
ob ich irgendwas finde, was mir... Vielleicht gibt der mir einen Vorteil. Oh. Ja, hier kann ich... Die sind immer noch... Ist immer noch einfacher als die Geister. Ja, das ist wohl wahr. Ja, Herr Roboter, komm, chill dein Leben. Jetzt kommt nochmal so ein Katzenaugenviech. Ich glaub's auch. Das kann herkommen. Pam. Okay, den großen habe ich auch erledigt. Erst mit sowas komme ich zurecht. Aber dann sind da 500 Geister, die mich one-hitten können. Ich greife einfach mal den Roboter an. Den Disco-Botter. Der scheinbar nicht sonderlich schnell ist, aber ich habe Angst auf Nähe. Der hat dann bestimmt auf einmal so einen Laserstrahl und explodiert oder so. Geh weg, böser Roboter. Gut, Roboter auch tot. Mal Level up. Das war schön, aber... Pam. Und in your face. Und in your face. Und in your face. Wunderbar. Die kriege ich ja alle tot. So, dahinter ist irgendein Riesenmonster. Zumindest leuchtet das dementsprechend. Muss ich nur noch den Stein finden, der ihn irgendwie befreit. Gibt es hier keinen Schalter an der gesamten Ebene? Nicht wirklich, okay. Über alle Steine laufen. Okay, hat er mich getroffen oder hat er mich nicht getroffen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der hat mich nicht getroffen. Ich achte mal. Okay, der Ross ist da auch gerade verreckt. Deswegen ist der gesamte Raum voll mit Erfahrung. Hey, nochmal Level up. Weil gerade einer fragt, ich bin 26, beziehungsweise fast schon 27. Alter Sack. Ja, nur noch 2,5 Monate. Dann gehe ich noch mehr auf die 30 zu, als ich es eh schon tue. Lol. Einfach mal ausgesperrt. Okay, das war doof. Das war geskillt. Kann es auch wieder aufgehen? Please? Ich würde da gerne wieder durchgehen. Danke. Kann ich alle wegklatschen. Pam, zwei auf einen Streich. Ich bin der Hydra-Killer. Dann ist dein Zeit ja älter als DK. Ich dachte immer, es gibt niemanden älteres als DK. Aber hey, ich bin noch nicht so alt wie... Gronkh und ich glaube auch... Gronkh ist 12, hallo? Ja gut, der ist fast 12, also... Ich glaube, Debitor ist auch noch älter als ich. Ja, 36 oder so. Irgendwie so Mitte 30, das habe ich auch im Kopf gehabt. Okay, da ist ein ziemlich dunkler Raum und hier geht's wieder runter... ins Verderben? Ja, hier ist wieder das Verderben. Hallo Verderben! Hallo Verderben, lang nicht mehr gesehen. Und ich sehe dich auch jetzt noch nicht. Ja, was soll ich denn da machen? Ich kann nicht... Okay, Run for it. Kannst versuchen, zum Ausgang zu rennen. Weil verschissen hast du so oder so. Hallo? Ich sehe den Ausgang nicht, wenn du es bedenken möchtest. Du hast deine Laterne wieder. Die ist nicht despawned, die hast du wieder eingesammelt. Wie das denn? Ich hab keine Ahnung. Aber hab ich gerade gesehen, als du durchs Inventar gescrollt bist. Ich hab meine Laterne wieder? Ah ja, Laterne. Old MG. Weil Drew schreibt, dass er auch älter ist. Laterne. Ja, oh, ich muss aber später auch wieder hoch. Fängt das schon mal Alter, an. Schau mal an. Ja, du bist gut. Warte. What the fuck? What the fuck? Okay.
Warte, in 30 Minuten gucke ich. Sekunde.